So nicht, weil es dann. Also ich meine, wir fanden. Ich fand, das ist auch schon schwierig hier. Aber ja, im Laufe der Zeit, durch die Übung jeden Tag, durch das Reden, dann habe ich dann geschafft. Ja, und es ist schon meine zweite Sprache geworden jetzt. Ne? Ja. Also nicht Englisch, ja, sondern ja, also Deutsch. Ja. Und Indonesisch ist eine Muttersprache. Ja? Ups. Normalerweise spricht man lieber Englisch, ja, oder besser Englisch, ja. Man, das wär den Leuten da in Kuta zum Beispiel Englisch schon einfacher. Aber für mich, ja, dann ist Deutsch für mich schon angenehmer, ja. Also. Dann sage ich mal, na, das ist schon die Sprache, was ich dann gern mache und bin auch schon stolz drauf, ja? Ja. Also, also nicht viele können das gut beherrschen, die Sprache, ne? Also ja. Deutsch, ja? Und dann, ja, also war am Anfang natürlich schwierig, und aber da waren Freunde auch da, die auch schon früher angefangen haben, Deutsch zu lernen, als ich noch studierte. Und Dozenten waren auch schon ab und zu mal unterwegs, waren mit Touristen, die machten auch schon Führung, hatten auch schon Auftrag von Reiseveranstaltern bekommen. Ja? Ja. Und da durfte ich dann dabei sein und konnte das mitmachen, ja? Oder dabei sein und konnte das zusehen oder lernen, wie es gemacht wird, ja? Die Führung, ja? Weil es damals auch wenig deutschsprachige Reiseleiter gab, ja? Ja, ja. Und ja, nach ein paar Male Begleitungen, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja nicht warten, ja, also ich will schon selber machen. Ja, ja, natürlich gab es am Anfang auch schon Schwierigkeiten, ja, weil gerade am Anfang des Studiums, ja, das konnte oder hatte ich noch nicht ausreichende Wortschätze, und vielleicht konnte oder wusste ich noch nie viel von, noch nicht alle von der Regel, ja, was ja in der deutschen Sprache gibt, ja. Aber im Laufe der Zeit, ja, habe ich gesagt, ja, das ist schon richtig, was ich dann gemacht habe oder was ich dann ausgewählt habe als also für mein Studium, ja. Und dann, ja, dann jetzt, das macht mir auch schon immer Spaß, ja. Jedes Mal, wenn Leute mir dann Nachricht schicken, ja, wir sind Touristen da, wir wollen halt was unternehmen, ja, ich freue mich immer. Ja, 2 Jahre Pandemie, ja, war nichts los, ja. Und das war mir auch schon sehr schwierig, ja. Also nicht nur wegen, also finanziellen Fragen, aber dann auch schon, weil ich dann auch wenig Deutsch gesprochen habe. Ja. Ne? Ja. Und das, wie gesagt, das, wenn es dann eben mal schon Leidenschaft geworden ist, da, man braucht es. Ja? Und da war eine Lösung dabei, also dank Internet zurzeit, da kann man ja jede Zeit auch YouTube anschauen, ja? Ja. Und gucken und verfolgen, was in Europa passiert, ja? Zu dem ich meine, zu der Situation wegen, sage ich mal, Pandemielage, ja, und so, ne? Dann konnte ich verfolgen und damit auch schon Deutsch, ja, auch schon zuhören, was da gesprochen wird, ja. Ja. Das war schon dann eine Lösung für mich. Ja. Und dann, ich fand, das war toll, ne? Und was hast du da gesagt? Die Tagesschau, oder was? Ja, Tagesschau. Ja. Die deutsche Sendung oder SWR, ja, ja. Das, was ich dann mag, auch schon von der Schweiz, ja, also wie hieß denn, also die Sendung in der Schweiz, also von, woher kommt ihr? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, ja. Ja. Da gibt es dann auch schon so gute Sendungen, die macht auch schon gute Reportage, ja. Rundschau. Rundschau, und es gibt noch was anderes, also irgendwie mal gelb war dann. Kassensturz. Ja,
Einstein. Oh ja, es gibt es viele, ne? Super. Aber es war toll. Ich gucke das auch schon gerne. Ja. Diese Sendung hier. Und das war halt mir auch schön, ja. Aber ja, gut ist ja, dass die Berichtsleser zum Beispiel auch schon immer Hochdeutsch, ja? Ja. Lesen, ja? Oder sprechen. Ja? Ja. Und das war auch schon für Fremden auch gut, ja, als der dann gerade das lernt. Ja? Ja. Ja, 2 Jahre Pandemie war schon ein bisschen schwierig, ja, also für viele, bei uns nicht nur in Indonesien, glaube ich, sogar auch schon im Ausland, ja, also in Europa, ja. Jetzt es ist schon wieder eröffnet worden, aber dann halt dann noch nicht so ganz maximal. Und es dauert, wir brauchen vielleicht so ein bisschen Zeit, was, dass die Europäer irgendwie mal sicher sind, auf Reise zu gehen, ja. Ich glaube, das kommt schon so langsam wieder. Ja, dann ich würde sagen, 2023 wäre dann schon hektisch, ja? Also ja. So viel los, ja. Ja, ja. Weil, ja, also die dann auch schon versuchen, so irgendwie mal herauszufinden, wie alles dann läuft bei uns, ja. Und ich habe auch deswegen auch schon einige E-Mails bekommen, die dann Anfrage haben, wie alles dann läuft, ja, und ich berichte auch alles dann über Facebook, ja, aber dann sieht man ja nur von Freunden, ja, also was ja. Man in Facebook schreibt, ja. Ja. Aber natürlich das Mindesten, dass man auch schon etwas berichten kann, ja, was dann hier im Ziel dann, wie alles dann läuft, ja. Ja, so wie Bali zum Beispiel, wenn man etwas über Bali redet oder wenn man irgendwie mal nach Bali kommen will, dann oft dann auch ist Lombok dabei, ja, weil einfach Lombok oft dann noch im Schatten von Bali liegt, ja, also dann wird automatisch etwas von Lombok gesprochen, ja. Ja.
Landschaft, nicht? Ja. Wunderschön. Stehen im Wasser, da also müssen schon im Wasser stehen, ja. Sonst gibt es keine gute Qualität von Reispflanzen, ja. Oder gute Ernte, keine gute Ernte. Ja. Vielleicht, ja. Dass da gekocht wird. Ja. Das kann sein, dass jemand verstorben ist, ja, und nach mehreren Tagen dann wird auch schon immer noch ein bisschen gefeiert. Ja. Heißt es, was heißt Feier da? Das heißt eigentlich schon Trauertage, ja, aber nach drei Tagen darf man ja nicht so traurig bleiben. Ja. Weil das Sterben einfach mal so das Anfang ist, der Anfang des neuen Lebens, ja, in dem Jenseits, ja, heißt es dann, ja. Ja, man darf nicht so ewig traurig bleiben, ja, so wird es gesagt, ja, nach drei Tagen, weil wenn man immer weint oder traurig bleibt, dann das stört auch schon die Reise, also von den Verstorbenen, ja, in den Himmel, ja, heißt es dann, ja. Dann gibt es da auch schon Feiertage bis 9 Tage bei uns, ja, ja. Das ist dann auch an dem 9. Tag ein Höhepunkt geworden, ein Höhepunkt des Festes wird. Ja, dass es dann auch oft dann vielleicht Kühe geschlachtet wird. Ja. Dann wird auch schon ein Dorffest, ja, dass das ganze Dorf dann eingeladen wird, ja, um dort zu kommen. Und dann gibt es Verpflegung, ja, da gibt es Essen, ja, auch sogar gutes Essen. Ja. Weil da Kühe geschlachtet wird zum Beispiel, ja. Oh, das ist schwierig jetzt.
jetzt. Ja, wird auch schon eine Moschee. Ist noch nicht fertig gebaut. Ja.